Der Mensch sollte alle seine Werke zunächst einmal in seinem Herzen erwägen, bevor er sie ausführt. Dieses Zitat ist fast 900 Jahre alt und doch so aktuell. Es stammt von Hildegard von Bingen, der Heiligen, der Prophetin, der Frau, die heute wegen ihrer ganzheitlichen Medizin und ihrer Musik mehr und mehr in unser Bewusstsein rückt. Margarete von Trotta hat sich dieser faszinierenden Frau genähert. Vision heißt ihr Film in Starbesetzung, der ab kommenden Donnerstag in unseren Kinos läuft. Äbtissin, Seherin, Heilkundige und Komponistin. Hildegard von Bingen, eine Lichtgestalt des dunklen Mittelalters. Oft zieht sie sich Neid und Missgunst zu. Aber Hildegard ist nicht nur mutig, sie ist anders. Eines Tages fährt ein strahlendes Licht vom Himmel in sie hinein. Sie sieht Bilder und schreibt später ihre Visionen nieder. Das hat mich unglaublich interessiert. Also Anfang 80er Jahre oder danach, kurz danach, habe ich dann Rosa Luxemburg gemacht. Und irgendwie habe ich einen Zusammenhang gesehen, ja, weil von der einen zur anderen Frau hin. Beide in eigentlich ihren Ideen verpflichtet und ihrer Vorstellung von einer Welt. Ja, nur die eine eben Mittelalter und Glaube, wo Glauben und Wissen noch eins war. Also man ja auch gar nicht zweifelte, man wusste einfach, man stand ja auch noch auf einer Scheibe und oben war der Himmel und unter uns war die Hölle. Ja, also das muss man sich auch mal vorstellen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das das Weltbild war. Ja, und wenn man hochblickte, blickte man eben zu Gott. Seit ihrem 8. Lebensjahr wächst das adlige Mädchen im Kloster auf. Christus wird dich beschützen. Du bist doch jetzt seine kleine Braut. Bitte bleib doch noch. Gehorsamkeit und Demut prägen ihr Leben. Lange Zeit schweigt Hildegard über ihre Visionen, aus Angst, man würde ihr nicht glauben. Die Gesichter, die ich schaue, empfange ich nicht in traumhaften Zuständen, nicht im Schlaf, nicht in Geistesgestörtheit. Wie das geschieht, ist schwer zu verstehen für den mit Fleisch umkleideten Menschen. Willst du damit sagen, dass wir es nicht verstehen können, du aber sehr wohl? Es ist auch für mich schwer zu verstehen, dass ich, eine schwache Frau von Gott auserwählt sein soll, seinen Willen zu verkünden. Nur der Heilige Vater kann über ihren Fall entscheiden. Wahrscheinlich wird sie als Ketzerin aus der Kirche ausgestoßen. Sie muss irgendetwas gehabt haben, dass sie die Leute wirklich überzeugt hat. Und es gab damals viele Leute, die Visionen hatten. Es gab viele Menschen, die Wunder taten. Ja. Aber dass sie wirklich das geschafft hat, diese Männer und diese Kirche zu überzeugen, dass ihre Visionen von Gott waren. Du hast dich gegeißelt? Ich wollte leiden, so wie er für uns gelitten hat. Wer das Fleisch abtötet, tötet dessen Bewohner die Seele. Gott will barmherzig. Welche Kräuter können helfen, den Wundbrand zu verhindern? Der mittelalterliche Glaube setzt auf Geißelung und Strafen. Hildegard setzt auf Mitgefühl und Liebe. Auch in der Medizin ist sie eine Vorreiterin. Ihre Schriften zur Kräuter- und Heilkunde sind heute populärer denn je. Gut gegen Rheuma und Gicht. Aber die Pflanzen und Steine können ihre Heilkraft nur entfalten, wenn der Mensch eins ist. Mit der Natur und mit Gott. Sie hat zwei Dinge in ihrem Weltbild, die sehr modern sind und die man eigentlich jetzt erst wirklich begreift. Das ist einmal diese ganzheitliche Medizin. Ja, sie sagt ja einmal, erst muss die Seele heil werden, dann kann der Körper ihr folgen. Also, dass man das nicht mehr trennt, ja, was wir ja jetzt erst allmählich begreifen, dass das, ja. Und dass sie sagt, die Elemente können sich gegen uns wenden. Das heißt, die Natur kann sich gegen uns wenden. Und wir müssen sie schützen und wir müssen sie pflegen, damit sich die Natur nicht gegen uns wendet. Allen Widerständen zum Trotz gründet Hildegard im Jahr 1150 das Frauenkloster Ruppertsberg in der Nähe von Bingen am Rhein. Ein Befreiungsschlag. Bisher war sie mit ihren Nonnen einem Männerkloster unterstellt. Der Aufbau ist mühsam. Der Abt verweigert ihr die finanziellen Mittel, die ihr zustehen. Und dann rebellieren auch noch die Nonnen. Wir bitten dich, uns aus dieser Fron zu entlassen. Wir wollten unser eigenes Kloster errichten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du wolltest dein eigenes Kloster haben. Es wird die Zeit kommen, wo wir uns wieder schmücken können. Selbst im Kloster Lebensfreude. Im Paradies gab es keine Hässlichkeit, schreibt Hildegard.
Ihr Ruf ist schon zu Lebzeiten legendär. Der Papst erkennt ihre Visionen an und selbst König Barbarossa bittet sie um Rat und bringt sie mit Gelehrten zusammen. Gott schütze dich. Wie gelingt es einer Frau, die eingeschlossen ist, von Kind auf, ja, und eben nicht nur die richtigen Mauern, sondern auch die Mauern, die einer Frau damals zugeordnet wurden. Santa Maria. Vision aus dem Leben der Hildegard von Bingen. Fremd, aber faszinierend. Das Porträt einer außergewöhnlich intelligenten und kreativen Frau, die es geschafft hat, ihren Weg zu gehen. Mit Mut und Courage. Vor mehr als 900 Jahren.